Willkommen zu einem neuen Part von Sonic Unleashed. So, in diesem Part machen wir, wie schon die letzten Parts, wieder in Shamar weiter. Da gibt es noch ein Nachtlevel, oder? Sollte nur noch ein Nachtlevel sein. Und da begeben wir uns jetzt mal schnell hin. Und ja, im nächsten Part, denke ich, gibt es dann schon Adabat. Auch wieder Nachtlevel. insofern ich mich erinnern kann, ich glaube schon, ne? Ja, da waren auch Nachtlevel. Okay. Dann gehen wir mal hier wieder durch die wirklich schöne Halle. Ich finde das so ziemlich die schönste hier. Alles so schön golden und so. Ach ja, so. Gehen wir einfach mal weiter. Auch Holoska hat was, aber sonst... geht so. Okay, lass mal wieder in Shamar hier. Irgendwie derselbe Anfang wie gestern, aber nicht ganz, oder? Nee, kann nicht sein eigentlich. Ich hoffe es zumindest mal nicht. Au, der explodiert gleich. Okay. Hunde kommt mal schnell hier rüber. Gut. Ah, Mann! Das Ding ist zu lahm für die Hunde. Und die Hunde sind zu schnell, weil, wisst ihr? Das ist... ja, Logik. Gut. Meine Güte. So. Sonst noch irgendwas? Nee. Oder ist hier hinten noch was? Das kommt nämlich auch oft vor. Ey, das kommt mir sowas von bekannt vor. Ah, nee. Jetzt ist es was anderes. Okay. Ja, ich dachte gerade eben schon. Es wäre nämlich arg komisch, wenn das jetzt derselbe Level wäre wie beim letzten Part. Im letzten Part. Deutsch for the win. Wir gehen natürlich nochmal darüber. Oder? Ne, ich glaube, da oben geht's lang, ne? Ich glaube, das hier ist nur so eine Art Secret. Ein gefährliches Secret, weil Sonic hier auch so komisch springt. Nein, da geht's lang. Oh Mann, wie ich das hasse. Ja, wie soll man da lebend durchkommen? Aber wenigstens kommen wir da jetzt nochmal nach oben. Weil ich glaube, sonst würden wir gar nicht mehr nach oben kommen. Boah, das ist knapp. Das ist richtig... hey, da geht's weiter. Hä? Hä? Ah, nochmal zu einem Gegenstand. Ja, dann. Ist alles in Ordnung. Und da kommen wir auch ganz einfach dann rüber. Also. Kein Problem. Oh, Bienen. Ganz schnell hier beseitigen. Verdammt. Wieso habe ich den gerade eben nicht getroffen? Egal. Jetzt stirb. Danke. Zack. So. Getroffen. Zum Glück visiert es auch so ein bisschen selber an, also. Das war echt kein Problem. Ja, wie ist es bei euch eigentlich gerade so, wo ihr da zuguckt? Ist bei euch gerade Winter oder... oder ist bei euch auch so heiß wie bei mir? Also, ich nehme es ja jetzt hier in den Sommerferien auf. Seht ihr wahrscheinlich auch bei, am... Datum, wann es rausgekommen ist. Und hier ist es gerade affig heiß. Aber gut, ist eigentlich dieses Mal ist es noch normal. Es war schon mal so, dass es nicht mehr normal war und viel zu früh auch heiß war. Bam. Okay. Hier haben wir so Kisten. Damit könnten wir da hinten den beseitigen. Bevor er uns gefährlich wird. Können wir soweit schmeißen? Nicht wirklich. Aber ich denke, wir kommen da auch so durch. Der ist jetzt nicht so schnell. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Jawohl, das klappt. Kein Problem. Aber wie ich sowas hasse. Ich bin gesprungen. Ich habe A gedrückt und er hat mal wieder nichts gemacht.
sind die jetzt weg? Gott sei Dank. Nee, also, weißt du was? Das sind einfach so Spielfehler. Die dürften nicht sein, ja? So Steuerungsbugs. Und die kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht erinnern. Ich glaube, früher bin ich mit der Steuerung hier noch relativ gut zurechtgekommen, weil ich einfach, ja, früher nicht so viel gezockt habe, als ich mir dieses Spiel gekauft habe. Das war so ziemlich mein erstes Wii-Spiel, auch wenn es relativ spät erst rausgekommen ist. Ja, ich habe mir meine Wii auch erst nachträglich geholt, nicht zum Release. Aber ist ja auch egal. Muss ja nicht alles zum Release sein. Ich denke, die Wii U, die werde ich mir auch erst so in einem Jahr oder so kaufen, weil im Moment machen mich die Spiele nicht so sehr an. Also bis auf Pikmin 3 finde ich es bis jetzt ein bisschen lame, was da so rausgekommen ist. Neues Luigi's Mansion könnte rauskommen. Ja, da würde ich mich freuen. So. Dann muss ich mir wenigstens hier kein 3DS holen, um sowas, um das dann zu spielen. Da würde ich mich echt freuen. Aber nein, es kam ja nur für ein 3DS raus. Und das andere Luigi's Mansion ist ja bei Nintendo Land. Dieses Multiplayer-Game da von Luigi's Mansion, was so ein bisschen das 3DS-Spiel halt anteasert, sage ich jetzt mal. Ah, das war so ein bisschen kniffliger hier, glaube ich. Oder nee? Also, ja, doch, ich glaube, das ist ein bisschen kniffliger hier. Aber auch das ging gerade eben wirklich locker. Und das hier ist eigentlich auch nicht wichtig. Da kommt da hinten nochmal ein Kampf, sieht fast so aus eigentlich. Oh, das hier ist ein bisschen kniffliger, dieser Sprung, weil, ja, mit Sonic halt hier, Warhawk. Ja, ich mag die Steuerung nicht. Ah, Mist, da habe ich. Ah, wisst ihr was? So geht's auch. So. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und das geht wirklich locker. Also. Boah! Also hier geht's jetzt nochmal hier ziemlich ab. Nein, ins Ziel kommst du noch nicht, leider. Leider. Ah, das ist. Ich hasse das, während einer Aufnahme so zu schütteln. Man kann da nichts sagen. Das ist. Oh. Ich glaube, das ist die Entwicklung von Big Mother, die wir in den letzten Malen gesehen haben. Und wow. Die schlagen relativ schnell zu. Okay, der eine ist down. Okay, da konnten wir gut ausweichen. So, und der ist jetzt auch down. Eigentlich auch kein Problem, wenn man ein bisschen Ausweichskill hat. Und hier ist noch was. Kommt da noch was? Nee. Ach komm, die nehmen wir dann gleich mal mit ins Ziel, nachdem wir hier alle Ringe eingesammelt haben. Weil ihr wisst ja, eine Medaille für Ringe gibt's auch. Deswegen einfach mal alles mitnehmen und diese Kiste auch. Vielleicht gibt es ja einen Bonus. Und, gibt es einen Kistenbonus? Nein. Schmeißt es einfach nur weg. Und im Hintergrund. Ach, die Ehrenkiste ist im Hintergrund. Schön. Freut mich. Ah, fast sogar noch die Zeit geschafft. 44 Sekunden. Hätten wir packen können. Hätte ich mir nicht so viel Zeit gelassen. Zum Beispiel mit den Ringen. Oh, die Unleash-Stufe wurde erhöht. Das finde ich eigentlich nicht so gut, weil dann brauchen wir länger, das aufzuladen. Aber kein Problem. Okay, 9 Minuten. Ach komm, diesmal mache ich noch weiter hier. Ich wusste gar nicht, dass jetzt nochmal ein Level kommt. Das wären ja dann 4 Level. Normal sind es doch 3. Kann ich mich so erinnern. Oh, da ist schon wieder ein Kampf hier im Gange, ne? Nein? Ernsthaft? Kein Kampf?
Wollen die mich hier ein bisschen verkohlen? Hä, wieso ist hier kein Kampf? Das ist so prädestiniert für einen Kampf. Und dabei ist hier gar nichts. Ist hier vielleicht in den Wänden was? Nein? Oh yeah, Rolle. Hey, das sieht ein bisschen brüchig aus, aber ist es nicht, leider. Ah, gerade kurzer Leck. Sorry. So, und nach oben. Hier ist jetzt aber ein Kampf, bitte. Komm, enttäusch mich nicht. Ey. Ah, hier sind Kisten, das heißt, hier kommt ein Kampf. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Wir müssen jetzt, oder wir dürfen, wir müssen nicht, wir, oder wir müssen etwas suchen und wir dürfen dann, ja, alle. Ey, komm, treff doch mal, Gott. Das war gerade eben auch ein astreiner Treffer, aber irgendwie hat er als Treffer für die Gegner gewertet. Naja. So, nach oben. Auch wieder? Nein, kein Treffer. Ein bisschen Erfahrung. Tut immer gut. Und wieder nach oben. Da kommt er jetzt aber wieder. Kleiner Kampf. Hallo, jetzt mach doch mal was. Ich schüttel die ganze Zeit wie verrückt und der macht einfach nichts. Moment. Da ist noch was. Aber wo? Ach da, da kommt auch noch mal raus. Ach, weil... ja, ich weiß warum. Weil nur noch der Richtige und... hier eben die Gegner da waren. Okay, dann geht's hier einfach weiter. Ach komm, da können wir rüberspringen. Ja, kein Problem. Ah, hier muss... Ah, ich erinnere mich. Da hinten... ist eine Kiste. Oder nee, ist nicht hier, ist dieses Fass. Ich hab's jetzt ein bisschen verwechselt. Da kommt später noch eine Kiste irgendwo. Die muss man durchs ganze Level schleifen. Ich finde den Level so lustig. Ah, ich bin so dumm. Naja, egal. Man kann natürlich mit der Kiste ja auch nicht springen. Deswegen muss man hier warten. Man ist quasi gezwungen zu warten. Nicht schön. Aber wir hätten es ja schon längst haben können. Wäre ich nicht so blöd da reingelaufen. Naja. Oh. Oh. Die machen es natürlich auch nochmal interessant. Aber nur geringfügig. Komm. Treff, danke. Du auch weg. Und du auch. Nein? Dann jetzt. Gut. Dann kommen wir hier weiter. Zum Glück geht das Feuer dann nicht wieder hin. Also wächst nicht wieder. Finde ich sehr angenehm. Da geht es da wieder hin. Na, vielleicht dauert es auch ein bisschen einfach. Und hier ist auch nochmal ein Kampf. Das ist so prädestiniert dafür. Oder doch nicht. Aber hier ist noch was. Hallo? Hallo? Hier muss doch noch was sein. Wartet mal. Das wäre dann hier das erste wirklich schwere Secret. Wenn man hier wirklich... Nö. Da ist nichts. Also das wäre echt ein geiles Secret gewesen. Aber nein. So unfair wollten sie es dann doch nicht machen. Okay, ist auch nichts mehr. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ist ja kein Problem. Ah, ich bin mir fast sicher, da brauchen wir was. Hier brauchen wir wieder Wasser, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Ich habe Unrecht, okay. Okay, da unten geht's weiter. Aber hier auch. Aber wo geht's jetzt lang? Ja, komm, roll dich doch. Bäm. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht da... Ah, nee. Von da kommen wir. Und da auf der anderen... Ja, ich sehe es schon. Ja. Das ist jetzt mal wirklich ein schweres Secret.
nicht schwer versteckt, aber es ist schwer zu erreichen, weil ja, wie schon gesagt, Sonic springt ein bisschen komisch und manchmal, wenn man A drückt, macht er auch nicht das, was man will. Kennen wir ja schon. Aber trotzdem bin ich hier rübergekommen und auf der anderen Seite war auch noch was. Das kann mir niemand erzählen, da habe ich doch was gesehen. Da habe ich was gesehen. Nein! Hier ist nichts. Okay, dann wieder nach oben gelaufen. Das kann man eigentlich auch alles richtig schnell schaffen. Man braucht halt, man muss halt nur auf die ganzen Sachen verzichten, die ich jetzt hier so schön eingesammelt habe. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Da haben wir ja schon ein bisschen geguckt, was hier los ist. Und ja, ich habe schon fast geahnt, auch dass hier die Zauberer sind, die nervigen. Bam! Okay. Stirb! Hallo! Jetzt mach doch mal die... Okay. Gut, 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 gut. Die müssen wir jetzt nur... Okay. Damit hätten wir sie schon. Die wachen zum Glück nicht so schnell auf wie die anderen Zauberer. Was war das? Oh! Da kommt noch mal was. Hallo? Okay. Und jetzt du! Bam! Weg damit. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Es geht hier. So. Rüber. Bäm. Eigentlich hätten wir das erstmal unten aufsammeln müssen, ne? Ja. Okay. Ja, ist aber egal. Wie gesagt, die Zeit interessiert mich erstmal nicht. Die Zeit, die, kommt dann vielleicht offscreen. Ich bin mir noch nicht sicher, obwohl ich brauche ja die Nacht oder die Sonnenmedaillen brauche ich gar nicht. Die Mondmedaillen, das ist es, was ich brauche. Und wieso ging gerade eben das Feuer nicht aus? Wie ich das hasse. Komm, Feuer, geh aus. Danke. Okay, dann können wir auch nach oben. Aber ich habe da auf der anderen Seite noch was gesehen. Da ging es noch irgendwie ein bisschen hoch, oder? Ich kann mich aber auch irren. Doch, da geht's noch hoch. Ja, ich habe mich nicht geirrt. Ja, und da ist die schöne Kiste. Die müssen wir jetzt schön behüten, weil da können wir übers Feuer gehen mit. Also... die ins Feuer stellen und dann einfach drüber gehen. So wird's gemacht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gespoilert. Oh mein Gott. Naja. Das Secret war auch nicht schwer. Was war da los? Meine Güte, habe ich einen Schock bekommen. Und jetzt sehe ich nichts hier. Hier ist noch was. Was war das gerade eben? Krass. Krasser Fail hier. Also dieser Leck kam nicht von mir, ne? Ja, die sieht aus, als würde sie nicht brennen. Ist mir schon klar. Musst du mir nicht sagen. So, aber hier... müssen wir hier nochmal zurück? Das ist die Frage. Okay, hier... nee, müssen wir nicht. Hier ist ein Schalter. Wollte ich gerade sagen. Komm, nimm die. Gut. Ach ja, die Eisenkiste. Wir sind zwar extrem langsam damit, aber was soll's. 9 Minuten sind schon rum hier im Spiel. Und in der Aufnahme schon über das Doppelte. Aber gut. Ach ja, das wird wieder ein Spaß, das hochzuladen. Das ist ja noch eine Kiste. Meine Güte. Aber die hätten wir trotzdem mitnehmen müssen. Wegen, weil... ja, hier. Nee, hätten wir eigentlich nicht. Wir hätten auch die Holzkisten natürlich nehmen können. Das hätte völlig gelangt. So.
Aber so haben wir es halt jetzt so gelöst. Und was ich mich auch wundere, ja, eine Eisenkiste im Feuer. Und was macht Sonic? Er greift es einfach an, ja? Ist schon merkwürdig. Gerade eben ist irgendwie die Kiste verschwunden. Auch schön zu wissen. Naja, oh yeah. Und es tut denen tatsächlich nichts. Obwohl es eine Eisenkiste ist. Oh man. Ey, die sind selbst da in die Flammen. Ins Wasser gegangen. Okay, ich glaube, den einen Zauberer habe ich. Und den auch schnell. Ah Mann! Wieso hat er gerade eben schon wieder nicht reagiert? Wie ich sowas hasse. Und da regeneriert er sich wieder. Nein! Ah, es hat noch funktioniert, okay. Nein. Er regeneriert sich irgendwo wieder. Da. Okay, das war's. Das war's noch nicht. Kommt noch einer. Ah, Mist, daneben. Hey, ich hab mich umgedreht, Leute. Ich hab mich umgedreht. Ah, okay. Er ist selbst reingesprungen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die hier umzubringen. Hallo, jetzt schlägt er die ganze Zeit vorbei, wie ich sowas hasse. Naja, das soll's gewesen sein. Nein? Wow! Wow, das Ganze nochmal in extra Größe. Ah, klasse. Dann mal draufhauen hier. Ja, da konnte ich nicht schnell genug ausweichen, weil er in der Attacke war. Ich wollte die ganze Zeit ausweichen. Aber es ging ja nicht, weil er in dieser komischen Hammer-Attacke war. Ah, fast. Und down. Okay. Das gibt jetzt hoffentlich schön viel Erfahrung. Coil hat auch nochmal Erfahrung gegeben, wie man gesehen hat. Naja, who cares. Und dieses Feuer hat irgendwie keinen Sinn. Das dient dem Zauberer wohl nur dazu, sich nochmal zu regenerieren, ne? Der macht das immer bei den Flammen. Scheint auf jeden Fall mal so. Bei Freund ist er auch da. Ich kapier's nicht. Naja. Wir haben diese Kiste tatsächlich nur einmal gebraucht, aber ich habe mir da schon immer hier einen Spaß draus gemacht, die Kiste einfach bis zum Schluss mitzunehmen. Ist total egal, aber naja, jetzt schmeißt er sie wenigstens wieder dahinter. Dafür ist diese Öffnung auch gedacht, sonst prallt die wieder zurück. 10 Minuten. Großzügige Zeit, aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Naja. Also. Ich denke, das reicht erstmal für diesen Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. In